Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Körbes Festprogramm. Voll den Fehler gemacht. Aber nichts Schlimmes. Wir brauchen hier, das ist eine Location und das ist auch noch eine Location, aber wir sind ja hier unterwegs. Fly. So, da ist unser Gerät. So, ich soll jetzt mal gerade einen Test machen, dann, weil ich das letzte Mal auf der Map hier, soll ich auf der Periapsis. Ja, das war wohl jetzt gerade falsch. Gehen wir mal ein bisschen anders damit. Los. Hä? Das ist die 5. Hier ist die Kür. Genau. Warp hier, geht nicht. Also, jetzt müssen wir erst rum, ne? Also machen wir es hier. So, Warp 2. Und dann geht das bis dahin. Alles gut. Ja, irgendwie war irgendein Teil immer wieder, ne? Im Weg. So, das hat er jetzt gemacht. Okay. Time Warp completed. Wunderbar. Den können wir erstmal aufmachen. So, das habe ich gemacht. Jetzt sollte ich die Perre dann, also ich soll immer SAS ausmachen, ne? Und hier das, naja, jetzt ist es nur an. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wild, oder? Oder elektrische Ladung haben wir noch genug. Gar kein Problem. So, jetzt soll ich auf Retrograde stellen. So, das kann ich aber jetzt auch schon machen. Das ist ja gar kein Problem. Wir sind kurz davor. Und so. Jetzt brennen, bis die Perry bei 40 ist. Okay. Sorry, aber die Perry geht nicht runter, sondern die... Stopp, schaffen wir das vom Sprit her? Nicht, dass wir da jetzt was falsch machen. Liquid Fuel, nee, sollte alles klappen. Das ist also die Apoapsis, die ich jetzt brenne, ne? Gut. Ah, nee, das ist schon klar. Die Perry kommt gleich wieder, ne? Passt also. Bis sie 40 ist, gut. Bisschen runter, alles gut. Haben wir gemacht. So, und dann geht's eigentlich runter jetzt. Stufe soll ich absprengen. Tue ich das? Mache ich das? Ist das alles richtig so? Ich glaube schon, ne? Sprengen wir sie ab. Ist abgesprungen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber jetzt. Gut. So, jetzt gibt's kein Halten mehr, ne? Ja, irgendwie will er da nicht so, wie ich möchte, ne? Warp hier, ne? Kann ich machen, oder? Er hält ja jetzt auch die Retro-Welt. Gehen wir mal rein gerade. Ah, jetzt kommt sowieso der Dingens. Wie heißt es? Der Punkt, an dem wir in die Atmosphäre kommen, da wird er ja langsamer. Sieht alles gut aus, oder? Da ist der Hitzeschild. Sollte nicht, ja, vielleicht gehen die Batterien flöten. Das könnte sein, weil die überstehen. Muss ich das noch zumachen? Nee, das wäre zurücksetzen. Ich glaube, das bringt uns nichts. Gut. Jetzt ist unsere Ansicht flöten gegangen, aber ist auch nicht so wild. Ja, ich denke mal, wir machen mal so, ne? Das sieht doch ganz gut aus. So, irgendwo ist hier jetzt schon die Atmosphäre langsam. Kommen wir rein. Also rüttelt und wackelt schon ein bisschen. Ich hoffe, das ist alles gut. Bei 4 Kilometer soll ich schon den Dingens aufmachen. So spät mache ich eigentlich nie den Fallschirm auf. Hab viel zu viel Angst, dass der abreißt.
Ja, steuern muss ich gar nicht, schreibt er, das ist richtig. Ja, und dann müssen wir gleich weiter gucken mit einer neuen Rakete bauen, ne? Ja, es geht langsam voran hier. Den Bord lasse ich mal offen, dann sehe ich nämlich, der müsste ja irgendwann, wenn ich recover sein, dann müsste ja irgendwann aktuell dann funktionieren, wenn ich unten bin, ne? Gut. Kann ich aber auch hier schneller machen, ne? Oh, zappelt ganz gut, ne? Aha, der Strom kostet das uns jetzt wirklich was, das stimmt. Und die Kiste wackelt ganz gut, ne? Mach das mal schneller ruhig, oder? Sollte jetzt nichts Schlimmes sein, oder? So, jetzt bin ich so ein bisschen vorsichtiger, wenn es rot wird. Aber es sieht alles ganz gut aus, oder? Könnte ich mir von der Seite mehr angucken, aber ich gehe fast von aus, dass hier irgendwas kaputt gehen wird. Gu-Kanister oder so. Und die Batterien. Könnte sein, ne? Irgendwann knallt's, dann wissen wir Bescheid. Aber der Hitzeschild ist ja eigentlich drunter, aber die Batterien stehen halt über und die Gus stehen auch über, ne? Werden wir sehen. Werden wir ganz gewiss sehen. Gleisend. Gut, 40.000, das war das eingestellt und dann bremst uns ja die Atmosphäre immer mehr ab, dass es weniger wird. Müssen wir jetzt auch hier irgendwo schön sehen. Wenn wir Glück haben, landen wir hier, ist glaube ich Wasser. Können wir da reinfliegen. In einen See. Das ist die Flugbahn des Munden, glaube ich. Nur mal schauen, wo wir runterkommen, ne? Gut, da sieht man jetzt, dass irgendwelche Teile belastet werden. Kann ich jetzt auch nicht genau sehen, welche, aber die leuchten da auf. Wir werden sehen. Da ist Wasser, glaube ich. Aber da fliegen wir, glaube ich, dran vorbei, oder? Ja. Wäre schon krass, wenn wir da rein plumpsen, mitten in den See. Ja, wir kommen jetzt tiefer. Gleich sind wir in der zweiten Schicht hier, würde ich jetzt mal das so nennen. Und jetzt werden wir langsamer auf jeden Fall. Der Luftwiderstand ist zu groß. Und dadurch, dass wir langsamer werden. Ja, und es ist noch nicht mal eine Batterie kaputt gegangen, wo ich mit gerechnet hätte. Ja, das Wasser ist da. Oder da. Oh, interessant. 4000 Meter. Nein, ich mach nicht, weil ich noch so eine Nach-da-Bewegung habe. Oder? Aha, wenn ich jetzt den Fallschirm rausmache, lande ich definitiv auf Land. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich zusehen, dass wir das Wasser erreichen. 2500. Ja, es wird aber so sein, dass wir definitiv. Wir haben eine hohe Fallgeschwindigkeit. Vielleicht geht was kaputt, aber es ist wirklich ärgerlich, dass wir nicht 100 Meter weiter geschafft haben, ne? Aber sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Fallgeschwindigkeit 6,7, 6,8, ich glaube, das ist auf jeden Fall, dass es nichts kaputt geht. Aber hier eine Wasserlandung zu machen, das wäre natürlich krass gewesen, ne? Noch krasser wäre da vorne gewesen, in dem Wasser. Ist das hier ein Krater oder was? Hier könnte fast so aussehen. Schaffen wir alles. So. Sieht gut aus. Höhe 50 Meter. Also, wir sind höher, aber bis zum Touchdown sind es noch ein paar Meter nur noch. Oh. Ja, schade, ne? Ist doch kaputt gegangen.
Das Hitzeschild, das hat's überlebt, kaum zu glauben, ne? So, und jetzt müssten wir Gefährt Bergen machen und dann müsste die Mission ja eigentlich erfüllt sein, ne? Kann ich das sehen? Da gab es Punkte, aber ich glaube, uns sind die guten Punkte flöten gegangen. Tja. Ja, guck, die Mission ist wirklich hier unten jetzt erledigt. Aber mir sind das zu wenig Punkte gewesen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ja, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir können definitiv keine Solarpanels freischalten. Die sind hier unten, oder? Ja, 90 Punkte brauchen wir. Ja. Hat also nicht geklappt. Was machen wir da jetzt? Das bedeutet, wir haben jetzt keine Möglichkeit. Tja, können wir noch. Nein, wir können nichts davon bergen, oder? Da sind alles Lokationen, ja, schön, aber Weltraumschrott, der schön durch die Gegend fliegt, ja. Was ist das denn? Ist da noch irgendwie, hat er nicht gebogen? Habe ich was falsch gemacht? Aha, da sind noch zwei Teile, die kann man wohl dann noch bergen, oder was? Gut. Wenn das die beiden Gus sind. Dann würden die uns noch Punkte bringen. Tun sie aber nicht. Weiß die Frage, ob es nicht gleich die. Doch, da sind noch Teile davon. Die beiden Gus können wir noch bergen. Okay, dann kriegen wir vielleicht doch noch ein paar Punkte. Jetzt müssten nämlich Science-Punkte erscheinen, vielleicht. Auch nur vielleicht. Und? Oh, 0,1 gab es dazu. Okay. Aber einen haben wir noch. Gucken wir mal. Das ist noch ein guter Kanister. 48,9 war das eben. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Und? Okay, da kamen einige Punkte jetzt zu. 15. Jetzt war da noch einer, oder? Gucken wir nochmal hin. Ah ne, der fliegt im All, ne? Der kann nicht abstürzen. Das ist irgendwie die Stufe, ne? Und die können wir nicht steuern. Die irrt da jetzt lang, kann man auch nicht wegmachen.
Gut. Okay, dann ins Space Center. Leave anyway, ja. Alles gut. Die Science-Kiste hätte uns nicht kaputt gehen dürfen, ne? So, das ist der Weltraumschrott, der hier noch rumfliegt. Gut, die drei Sachen ist halt so. Gut. Ja, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Wir haben jetzt ein paar Punkte mehr. Allerdings sind es nicht genug Punkte. Wir brauchen 90. Wir haben irgendwie, was war das, 63? Sehen wir sofort. Ich dachte doch da 63,9. Das heißt, wir müssen, bevor wir irgendeinen Satelliten aussetzen, müssen wir noch erst die Solarpanels haben. Also kommen wir da gerade nicht weiter. Fly by the Moon, das hört sich eigentlich ganz toll an, ne? Sollten wir mitnehmen, oder nicht? Oh, hat Launchzeit. Das ist schon mal definitiv klar, dass wir den testen. Da brauchen wir nichts machen, ne? Brauchen wir nur hinstellen und dann haben wir das. Flight over Kerbin, oder der Problem Flight over Kerbin. Phase 3 Tourist, Phase 3 Tourist. Ne, das machen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das ist etwas blöd. Explore the Moon ist klar, Fly by the Moon. Phase 2 Tourist, Perform Visual Survey of Kerbin. Ja, gut. Ich würde jetzt sagen, den haben wir. Den machen wir gerade noch. Solid Fuel Booster at the Launch Site. Ja. Gehen wir mal rein. Ne, da sind wir verkehrt. Da sind wir richtig. Solid. Nee, waren doch hier richtig, oder was? Wie hieß denn der jetzt? Test Zamba. Also den. Den müssen wir testen. Kann der eigentlich so fliegen? Ich glaube nicht, ne? Da muss immer irgendwie was dran. Ne? Potz. Ich würde es aber auch gerne ohne probieren und gucken, ob das geht. Aber der wird er wahrscheinlich meckern, ne? Won't be controllable. Das interessiert uns ja nicht. Lass uns doch fliegen, oder? Geht das oder geht das nicht? Wir haben auf jeden Fall hier. Nee, lässt sich leider nicht starten. Und jetzt explodiert es auch noch. Doch nicht. Okay. Haben wir schlecht hingestellt, wa? Gefährt bergen. Aber was bringt uns das? Das ist die Frage, ne? Ja, komm noch mal rein. Machen den Satelliten drauf. Und ja. Action Group, Screw, brauchen wir nicht. Können wir den dann dabei steuern?
Ja. Die Batterien sollten wir 10 Minuten Betrieb ausreichend. Aber er macht hier keinen Strom, ne? Ne? Aber kann man es steuern? Das ist die Frage erstmal. Wir hängen mal noch eine Batterie dran, ne? Wo war die her? Da machen wir zwei dran, ne? Stopp, das war das Falsche, das ist das Richtige. Ja, wir brauchen nur den Start. Das kostet uns jetzt alles Geld eigentlich, ne? Aber komm, zack. Startrampe, gucken, ob es geht. Können wir steuern, ist die Frage. Sofort starten, gar nicht warten, bis er umgekippt ist. Okay, jetzt runter geht er hoch. Funktioniert also. Ich kann aber nichts lenken. Ist aber auch nicht so schlimm. Wie hoch schafft das Ding denn, ne? Das ist die Frage. Kontrakt ist auf jeden Fall erfüllt, das ist gut. Guck mal, fliegt auch ein super Flug schon hier. Und jetzt dreht sie weg, wa? Ja. Oh. Jetzt geht's aber direkt auf die Station zurück. Das ist vielleicht nicht so gut, oder? Ah, die kommen nochmal wieder. Ah, da ist sie leer. Okay, alles gut. Ja, wir machen auch nichts kaputt, glaube ich. No target ist okay. Können wir irgendwas machen hier? Nein, geht doch da. Control from here, electricity haben wir. Man konnte nicht steuern, weil es ein Feststofftank ist, ne? Deswegen konnte man nichts steuern wahrscheinlich. Gut. Sieht aber alles gut aus. Wir klären nochmal laut, weil es explodiert. Aber alles gut. Was war denn da jetzt kaputt gegangen? Ich sehe auch keinen Schatten jetzt. Ja, keine Sonne da, da muss man auch nicht unbedingt einen Schatten sehen, kann das sein? Also immer blauer Himmel hier, glaube ich. Ich sehe, ach, da ist der kleine Punkt und. Oh, aber schau mal da. Der ist nicht kaputt gegangen. Gott. Gefährt haben wir geborgen. Kriegen wir sogar noch Geld wieder. Aber für den Test gab es bestimmt nicht viele Punkte. Einen, glaube ich. Gut. Alles prima, alles gut. Ja, Folge ist ein bisschen weiter. Wir können hier nochmal gerade ins Dingens gucken. Da sieht man, was wir brauchen, was wir können, machen können. Nicht, was wir brauchen und machen. Ich denke mal, wir werden den vielleicht machen, ne? Müssen wir den Dralo mal gerade fragen, ne? Dralo, sag mal gleich ja, wenn du unterschrieben hast. Und ja, okay. Dann denke ich mal, nehmen wir den noch und dann machen wir den beim nächsten Mal mit. Da können wir den Science Report da ja auch noch auf Höhe von Dingens, von Körben da vielleicht machen. Vielleicht nehmen wir ja zwei von diesen Forschungslabors da mit. Einführen bei Fly by the Moon in der Nähe das zu machen und den anderen da. Müssen wir ein paar mehr Fallschirme anbauen. Gut, würde ich aber sagen, soll es für heute reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.